Nach der Installation und dem ersten Start von iTunes werden einige Nutzer sicherlich die obligatorische Seitenleiste vermisst haben, die in den alten Versionen für die Navigation genutzt wurde. Zwar hat Apple dieses Menü nicht abgeschafft, aber standardmäßig deaktiviert. Zum Glück kann man das liebgewonnene Navigationsmenü ohne Probleme auch wieder aktivieren. Entweder blendet man sie über das Menü ein, indem man im Bereich Anzeige den entsprechenden Eintrag anklickt, oder was durchaus komfortabler ist, man verwendet einfach die Tastenkombination STRG S. So kann die Leiste aus- bzw. eingeblendet werden. Wie gewohnt stehen in der Seitenleiste alle wichtigen Bereiche von iTunes zur Verfügung. Im oberen Teil ist die Mediathek mit den entsprechenden Inhalten zu finden. Zudem hat man auch noch einen direkten Zugriff auf den iTunes Store, die Privatfreigabe oder auch Genius. Natürlich dürfen auch hier die Wiedergabelisten nicht fehlen. Und auf Wunsch können zusätzliche Listen oder Ordner angelegt werden. Dazu klickt man einfach auf das Pluszeichen oder nutzt das Menü. Nachdem man einen Namen vergeben hat, kann der neue Eintrag befüllt werden. Wer möchte, kann einige Bereiche in der Seitenleiste auch ausblenden. Dafür begibt man sich mit der Maus an den jeweiligen Eintrag und klickt auf Ausblenden. Auf die gleiche Weise kann man den Schritt auch wieder rückgängig machen. Zum Ausblenden kann man erneut die Tastenkombination STRG S benutzen und dann mit der neuen Navigation durch die Bereiche navigieren. Komfortabler bleibt aber immer noch die klassische Seitenleiste.